Im Gegenlicht ist es immer ziemlich schwer, irgendwas zu erkennen. Deshalb erspare ich Ihnen und euch hier meinen Anblick, denn es ist einfach viel schöner, hier mal rauszugucken. Ich bin in Frankfurt am Flughafen und werde gleich abheben. Der DAX, der hat das schon vorweggenommen, der ist nämlich schon hoch und zwar wirklich mit, naja, beiden Beinen, kann man fast schon sagen, vorangeschritten und zwar sehr, sehr zügig, sehr, sehr dynamisch und es steht nichts entgegen, dass der Markt auch noch weiter steigt. Zumindest mal, wenn jedwede Rücksetzer dann entsprechend langsam und vorsichtig passieren. Dementsprechend, das ist das Einzige, was ich an dieser Stelle zumindest mal sagen kann, ist es auf jeden Fall sinnvoll, darauf zu gucken, ob der Markt hier mal eine schnelle Bewegung nach unten macht. Das wäre nicht förderlich. Oder ob er das, was er die letzte Zeit so gerne gemacht hat, nämlich immer wieder dann mal wackelig in die Abwärtsrichtung, das wäre ein Klassiker und würde auf jeden Fall den nächsten Long-Ansatz hier erlauben. Gold finde ich im Moment sehr, sehr attraktiv. Auf jeden Fall mal hingucken. Wir hatten schon mehrmals auch drüber gesprochen. Der Goldkurs ist jetzt auch auf kleinerer Zeitebene sehr schubmäßig nach oben, eventuell ABC nach unten. Warum sage ich eventuell? Es kann natürlich sein, dass er jetzt einfach nach unten wegbricht. Ja, dann ist nichts gewonnen. Aber dann gibt es auch keinen Einstieg. Wer die Trigger-Methoden schon kennt, die wir ja ganz gerne immer anwenden, bei uns im Trade des Tages beispielsweise, der weiß, okay, von dort ausgehen, wenn wir dann den Trigger dann nach oben wieder brechen, dann haben wir eine sehr, sehr realistische Chance. Das würde beim Goldpreis auf mehreren Zeitebenen ein positives Setup triggern. Insofern, Long wäre absolut in Ordnung, aber vorsichtig, never catch a falling knife, nicht ins fallende Messer greifen. Wenn er fällt, dann fällt er. Aber erst wenn er dreht und das letzte Zwischenhoch rausnimmt, dann haben wir da eine realistische Chance, dass der Kurs auf der Wende ist. So, viel mehr kann ich in diesem Moment gar nicht sagen, denn ich muss jetzt gleich hier boarden. Ich bin wieder unterwegs nach Fernost. Tokio ist die nächste Station. Also insofern werde ich mich von der Seite aus in Bälde wieder melden und dann mit aktuellen Berichten von dort dann auf den aktuellen Markt eingehen. In dem Sinne euch allen alles Gute und ganz liebe Grüße von dieser Seite und damit man es wenigstens schemenhaft nochmal erkennt gegen Ende, einmal nochmal der Blick auf meine Person. In dem Sinne alles Gute.